Zweimal auch nach Potschach. 1805 raubten und brandschatzten sie vom 7. bis 17. Dezember in diesem Gebiet. Vom 2. Juli bis 17. Dezember 1809 waren ca. 900 Franzosen in Potschach einquartiert. Der Truppe vernahm sich ein Trommer gefolgt von einem Fahnenträger und zwei Offizieren. Wurde der erste Potschacher Musikverein gegründet. Das ist der älteste Potschacher Verein. Die Musiker in ihren Gründungsuniformen. Der Potschacher Musikverein. Der erste hält Rast bei uns. 1858 besuchte der Kaiser anlässlich einer Jagd Potschach. Er kam mit einem Zug der neu gebauten Südbahn. Begleitet wurde der Kaiser von einigen Damen seines Hofstaates und Soldaten. Am 20. August 1858 beobachtete Kaiser Franz Josef vom Kalvarienberg aus die groß angelegten Militärmanöver im heutigen Stadtzentrum. Um diese Zeit erreichte die Potschacher Tracht ihre Blütezeit. Besonders schön waren die sogenannten Drahtelhauben, der Name vom Drahtgeflecht herrührt, von dem diese Hauben stammen. Die sehen wir dann anschließend. Auch die Männer besaßen ihre eigene Burschentracht.
Feuergarde. Abzünden und den Tore. Kaiser Ebi, der erste von Potschak. Ehregarde! Halt! Ehregarde! Recht! Wie gesagt, bevor wir uns jetzt von des Kaisers, im Jahr 1850 hat Potschach 90 Häuser, 760 Einwohner gehabt. Ein rauchender Vize-Karl. Ein blasser Karl. Wie geht's? So, die Potschacher mögen sich jetzt ein bisschen einbremsen. Dass ihr wunderbar links, rechts marschieren könnt, haben wir gesehen. Wie wär's jetzt mit einem? Thank you.
Ha ha ha!